Bohnen rein, so gar nicht ohne Schmäh. Denn wo die Bohnen gibt's nicht anders als Kaffee. Verschönt ist doch das Rauchen, was man hat, muss man verbrauchen. Das ist gar nicht mal so einfach ohne Schmäh. Denn in Brasilien gibt's nicht anders als Kaffee. Kein Wein, kein Zitronensaft, kein Bier, kein Melonensaft. Selbst die Fachleute von heute stehen wie Kühe vor dem Tor. Der Landwirtschaftsminister wurde trist und immer trister, als er krank war und der Arzt verschrieb ihm Tee. Denn in Brasilien gibt's nichts anderes als Kaffee. Krokodile, die da wohnen, riechen auch nach Kaffeebohnen und der Dschungel dampft nach Kaffee ohne Schmäh. Denn in Brasilien gibt's nichts anderes als Kaffee. Kein Tee und kein Rebensaft, kein Rum, auch kein anderer Saft. Ob du Brot hast oder keinen, gibt's auf jeden Fall Kaffee. Was immer dort gekauft wird, ob man stirbt oder getauft wird, dem Kaffee gebührt das höchste Renommee.